Hallo. Hallo zusammen. Wir stehen jetzt hier unterhalb vom Schloss Liechtenstein auf einem Parkplatz und wir sind nämlich wieder unterwegs. Aber bevor jetzt irgendjemand von euch Schnappatmung hat, wir sind dieses Mal nicht touristisch unterwegs. Nicht schon wieder schimpfen. Nein. Obwohl uns das jetzt eigentlich viel lieber wäre, gell? Ja. Aber wir haben einen Termin in Bad Waldsee. Und in Bad Waldsee, da ist Hümer und die Werkstatt unseres Vertrauens. Richtig. Und die müssen wir aufsuchen, weil wir haben vermutlich einen Hahneschade. Frostschaden. Ja. Vermutlich. Also wir wissen es noch nicht, denn wir können es uns kaum vorstellen. Wir haben unser Wohnmobil ordnungsgemäß abgestellt. Alle Boiler, alles war entleert. Und wie es dann so starke Minustemperaturen gehabt hat, haben wir sogar die Heizung angemacht über die Tage hinweg. Und trotzdem läuft jetzt das Wasser aus dem Hahn heraus und zwar nicht auch da, wo es rauslaufen soll, aber zusätzlich noch unterhalb des Hahnes. Ja, also an einer Stelle, wo es nicht rauslaufen soll. Ja. Und das ist sehr unpraktisch. Ja. Und das lassen wir jetzt mal von den Fachleuten untersuchen, deswegen haben wir da einen Termin ausgemacht. Ja, genau. Und da fahren wir eben hin und morgen früh haben wir den Termin, schon morgens um 8. Und deshalb sind wir jetzt schon unterwegs. Jawohl. Und da wir jetzt Hunger verspürt haben, haben wir gesagt, wir halten jetzt an und machen da eine kleine Pause. Jawohl, und das wollen wir euch dann zeigen, wie das ausgeht. Mhm. Und dann möchte ich auch noch was zur Dietronic-Alarmanlage sagen. Das haben wir ja schon lange angekündigt, was es da für Plus und Minus auf sich hat. Also auch ein kleiner Erfahrungsstatement, denn wir haben die ja jetzt über 3 Jahre in Betrieb und haben auch aktuell was dazu zu sagen. Also es könnte sich eventuell lohnen, dass er dabei bleibt. Ja, genau. Wen es interessiert, der bleibt jetzt einfach wir dabei. Wir versperren jetzt, dann fahren wir weiter und morgen melden wir uns dann von Bad Waldsee. Ja, genau so machen wir das jetzt. Also. Also, bleibt dran. So, jetzt sitzen wir da bei der Werkstatt von Hümer. Oder vielmehr im Aufenthaltsraum. In der Werkstatt sind wir ja nicht. Aber da wir ja jetzt schon mal da sind, nütze ich jetzt einfach die Gelegenheit und laufe einfach mal durch den Verkaufsraum hier. Da darf man, glaube ich, nur rein, wenn man einen Werkstatttermin hat, so wie ich das richtig mitbekommen habe. Und einen Shop gibt es ja hier auch, der sogar zugänglich wäre, aber viel zu kompliziert. Da muss man sich anmelden und dann kommt man von hier aus nicht mehr direkt rein, sondern man muss total außen rum und mit Telefon und viel zu kompliziert. Also verzichte ich darauf, in den Job zu gehen. Aber jetzt laufe ich einfach hier mal ein bisschen durch und mal schauen, vielleicht finden wir noch was Tolles. Thank you.
Wir sind fertig bei der Firma Hümer und es war hier ein sehr schneller Service und ich muss sagen, der Service wäre sogar noch schneller gewesen, denn als wir dieses Leck festgestellt haben, da waren wir gerade in Inzighofen, das Video haben wir online schon gestellt und da haben wir bei Hümer angerufen, haben gesagt, dass der Wasserhahn leckt und da hätten wir auch sofort vorbeifahren können. Also für solche Notfälle hat die Firma Hümer immer ein Personal zur Verfügung. Man braucht doch nicht monatelang warten. Dass wir erst jetzt hergefahren sind, das hat damit zu tun, dass wir wieder in der Gegend gewesen sind und haben wir eben diesen Termin ausgemacht. Das zur Klarstellung. Und hier ist er. Wir haben einen komplett neuen Wasserhahn und es war kein Frostschaden. Das Ganze war eine Materialermüdung. Unser Wohnmobil ist 3,5 Jahre alt. Wir haben keine Garantieverlängerung, das heißt Garantie 2 Jahre auf das Wohnmobil. Und die kleine Schraube, die da drinnen ist, ich blende mal ein Bild ein. Brauchst du nicht, ja. Die kleine Schraube, die da drinnen ist, die aus der hat das Wasser herausgedrückt. Also ich nehme an, dass da eine Beilagscheibe nicht richtig montiert wurde, wobei 3 Jahre hat es ja gehalten und es war kein Frostschaden, denn das wäre uns etwas peinlich gewesen. Wir haben euch gesagt, wie man sein Wohnmobil abstellt und frostsicher macht und dann haben wir einen Frostschaden. Also es war reine Materialermüdung, ein neuer Wasserhahn. So ein Wasserhahn kostet ohne Mehrwertsteuer 83 Euro. Eine Arbeitsstunde, bis Fehler gefunden wird, alles ausgebaut wird, ausgetauscht wird, kostet nochmal 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Die Firma Hümer hat gesagt, nachdem das Wohnmobil noch nicht so alt ist, beteiligen sie sich mit 20% dran. Vielen Dank dafür. Das ist großzügig, denn rein rechtlich hätten wir keinen Anspruch auf Zuwendung gehabt, denn die Garantiezeit ist ja vorbei und wir haben keine Garantieverlängerung. Also insoweit sind wir froh. Wir können wieder fahren und wir können wieder unser Wasser anlassen, denn das war immer etwas nervig, das Wasser permanent ein- und auszuschalten und dann ständig da die Wassertropfen am Wasserhahn runterlaufen zu haben. Kennt ihr dieses Geräusch? Und zwar nicht das restliche Piepsen, sondern das Piepsen am Anfang. Wenn ihr dieses Geräusch kennt, dann habt ihr eine Tetronik-Alarmanlage. Also eine Alarmanlage ist ein komplexes System, das muss man mal ganz klar sagen. Und vom Grundsatz her müssen wir auch sagen, wir sind mit unserer Tetronik-Alarmanlage eigentlich recht zufrieden. Die Alarmanlage der Firma Tetronik funktioniert nach einem ganz einfachen System. Da haben wir hier dieses Teil, das am beweglichen, also an der Seitenscheibe zum Beispiel festgemacht wird. Und hier haben wir das feste Teil, was am Aufbau festgemacht wird oder umgekehrt. Und hier ist eine Magnetverbindung. Solange der Magnet in einem gewissen nahen Abstand ist, ist es gesichert. Und wenn der Abstand sich verändert, weil man eben das Fenster aufmacht, dann ist es ungesichert und dann löst das ganze Alarm aus. Das Ganze geht per Funkalarm an eine Zentrale, die irgendwo im Fahrzeug verbaut ist. Also ein permanenter Überwachungsfunk findet da statt. Und dieses Geräusch, was ihr gerade am Anfang gehört habt, das hört man immer dann, wenn eines... So funktioniert die ganze Alarmanlage. Also ihr seht, es geht sehr, sehr zuverlässig. Das ist übrigens ein altes Teil, was uns ausgebaut wurde bei unserer, Fantastic Fend eingebaut wurde. Und da wurde uns zugesichert, das Ganze ist abgelesen, also ausgelesen, denn die Alarmanlage muss eingelesen werden, jede Sicherung und auch ausgelesen werden. Es wurde uns zugesagt, es ist ausgelesen, ja, aber wie ihr jetzt gerade gesehen habt, es war nicht ausgelesen, ja. Also auch hier
wieder ein Mango, aber das ist jetzt nicht das Thema. Also so funktioniert auf jeden Fall die Detronic Alarmanlage. Und es funktioniert ganz gut. Die Batterien, jetzt wird es dann heiß, wenn die nirgends am Strom angeschlossen ist, am Bordnetz, dann braucht die viel Batterien. Nein, das braucht sie nicht. Alle 2 Jahre langt es, wenn man die Batterie auswechselt. Da haben wir auch ein Video drüber gedreht. Da nimmt man so ein praktisches Schweizer Messer, ja, was man ja so und so dabei hat, und mit dem kann man dann die Dinge hinten aufmachen und dann kann man die Batterien austauschen. Also alles kein Problem. Was bei einer Alarmanlage dagegen ein Problem ist, das ist, wenn man sich dann abends hinlegt, irgendwo am Waldrand steht, also ziemlich einsam, und dann legt man sich schlafen und man ist im Tiefschlaf nachts um 1 und auf einmal geht die Alarmanlage los. Das haben wir jetzt schon 3-mal erlebt, ja. Und wir stehen dann jedes Mal senkrecht im Bett. Man schaut, was los ist, es ist nichts los. Man schließt dann wieder ab und schläft auch wieder relativ schnell ein. Und 2 Stunden später, nachts um 3, geht sie wieder los. Also das ist dann eigentlich schon ein sehr blödes Gefühl. Und es ist auch nicht mehr lustig, das ist kein Spaß mehr. Das ist uns so tatsächlich passiert. Und wir haben keine Lösung gefunden, warum das so ist. So, wir haben uns dann an die Firma Detronic per E-Mail gemeldet, haben diesen Vorfall geschildert. Ziemlich detailgenau mit Fehlermeldungen, mit allem drum und dran. Wir haben uns auch zu erkennen gegeben als YouTube-Kanal Ursi und Helle. Aber es kam keine Resonanz von Seiten der Firma Detronic. Wir haben dann herumgedoktert, haben keine Lösung gefunden, haben auch alles nochmal nachgelesen, keine Lösung gefunden, und wir haben dann eine zweite E-Mail an Detronic hingeschrieben und ihnen auch hingewiesen, wir würden gerne zu ihnen hochkommen, wenn wir ohnehin mal am Nordostseekanal sind. Also es wären dann nicht einmal Kosten angefallen. Und wir würden gerne mit Ihnen über dieses Thema reden, denn das ist ja doch relevant. Fehlalarme sind eigentlich immer relevant bei einer Alarmanlage. Aber es kam wieder keine Einladung oder eine Gesprächsbereitschaft. Es kam überraschend dann ein Anruf. Und da wurde uns erklärt, der YouTube-Kanal Leni und Toni, den ihr sicherlich auch kennt, die hatten wohl das gleiche Problem. Aber wie die damit umgegangen sind, das weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall keine Lösung für unser Problem bekommen. Wir haben nur eine Ausrede bekommen. Es heißt, wenn zum Beispiel jemand ein Thermometer, ein Funkthermometer verwendet von einem chinesischen Hersteller, was in einer verbotenen Frequenz sendet, dann wird dieser Fehlalarm aktiviert. Und da muss ich sagen, Firma Detronic, nachdem ihr ja damit werbt, dass diese Anlage manipulationssicher ist durch Fernabfrage, ist dann die Anfälligkeit durch ein angebliches chinesisches Funkthermometer schon ziemlich dünn. Zumal ich sagen muss, da wo wir gestanden haben am Waldrand, da war das nächste Wohnhaus 100 bis 150 Meter entfernt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Funkthermometer über 100 oder 150 Meter funkt, sonst waren da nur Bäume herum um uns. Also daran kann es nicht gelegen sein. Ich habe dann gefragt, wie man den ganzen Herr werden könnte. Nats Kaisen tun sie einfach wir können ihnen diese Funktion deaktivieren. Und dann muss ich sagen, also wenn ihr mit einer Funktion Werbung macht, die man dann reklamiert aufgrund der Störanfälligkeit, und dann ist die einzige Antwort, dann deaktiviert doch die Funktion. Da muss ich sagen, damit ist auch die Werbebotschaft, die Firma Detronic bringt, nicht mehr relevant. Das ist meine Meinung zu der Alarmanlage. Wie gesagt, wir wollen die nicht schlecht reden. Wir finden die Alarmanlage gut. Aber wir würden uns heute dann nach Alternativen umsehen, denn diese Manipulationssicherheit, das war eigentlich einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, da gehen wir auf jeden Fall an die Alarmanlage der Firma Detronic ran. So, ihr Lieben, und jetzt noch was für uns auch sehr Erfreuliches. Wir werden nämlich dieses Jahr auf der Messe, wie heißt die, Wohnmobil-Caravan-Messe? Wie sie heißt, das weiß ich nicht. Es ist eine Wohnmobil- und Caravan-Messe und findet in Freiburg im Schwarzwald statt. Eine wunderschöne Gegend zum Urlaub machen. Haben wir auch schon etliche Videos von der Gegend online gestellt. Ja. Und jetzt gibt es erstmal den Trailer dazu, damit ihr seht, was es mit der Messe auf sich hat. Thank you.
So, und da an dieser Messe werden wir aktiv mitwirken. Das heißt, wir werden an 2 Tagen jeweils einen Vortrag halten, stimmt es? Ja, ein Vortrag und ein Interview. Und ein Interview Ja, wird es geben. also so steht es mal im Plan. Ja, und natürlich ist auch viel Treffen Ja, möglich. Ja, ja. also es sind mehrere YouTuber da, wie ihr ja jetzt gesehen habt. So auch wir. Und die Messe Freiburg hat gesagt, wir sollen doch 5x2 Karten so als Appetitanreger verlosen, oder? Ja, das sind die Eintrittskarte Ja. natürlich. Das ist doch immer schön, wenn man irgendwo hingehen kann und hat eine Karte. Genau. Und wenn ihr einfach Hashtag, das kennt ihr ja, dieses Hashtag-Zeichen, wenn ihr uns einen Kommentar schreibt, einfach mit Hashtag Ursi Helle bis zum 5.4. in der Kommentarzeile unter diesem Video oder unter dem nächsten Video bis 5.4., dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Wir werden dann nach Ostern 5x2 Karten verlosen und den Rabattcode bekommen dann die Gewinner von der Messe Freiburg zugesandt per E-Mail. Das war's. Ich glaube, das war's. Ja. Schön, sind wir schon wieder fertig. Ja, das war's. Ja. Ja, also dann haben wir euch jetzt aufgeklärt, wie das mit unserem Frostschaden oder mit unserem Nicht-Frostschaden gewesen Ja, ist. genau. Haben euch einiges zur Tetronic-Alarmanlage gesagt. Ich hoffe, das war informativ. Und natürlich zur Messe in Freiburg. Freiburg. Ja, und dann bleibt uns nur, euch eine gute Fahrt zu wünschen, eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ja, ganz wichtig. Und wir stehen schon an einem neuen Drehort für ein weiteres Video, wenn alles klappt. Wenn alles klappt, wovon ich eigentlich ganz stark ausgehe. Also, lasst euch überraschen, was das nächste Video sein wird. Ja, und wenn es euch interessiert hat und wenn ihr damit was anfangen konntet, vergesst nicht, unseren Daumen hoch zu geben. Ganz wichtig natürlich. Wir freuen uns da immer drüber. Schreibt rein, was ist, und Und gut ist. wir sehen uns wieder. Ja, genau. Also, tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.